Herzlich willkommen bei BFC TV. Noch nicht bei arktischen Temperaturen, aber trotzdem ist es schon windig und kalt. Zu Gast heute der Sonderzug Pankow. Wie immer traditionell, wenn es um Ehrung geht. Diesmal 175 Spieler an der Seitenlinie. Martino Gatti. Hallo. Martino, 175 Spiele an der Seitenlinie, darunter drei Pokalfinals, die du gewonnen hast. Da warst du Co-Trainer, warst du dort bei? Den ersten Pokalsieg war mit Volkan, den zweiten war mit Stratos und den dritten letztes Jahr mit Rittlewitz. Ja, bei der Menge der Pokale, du selbst hast ja auch noch als Spieler 99 mit dem BFC den Pokal geholt. Damals spektakulär mit Norbert Pepke, der ja Interimstrainer war. Was ist da eigentlich damals passiert, dass er plötzlich auf der Trainerbank saß? Na, das hat ja im Punktspiel gegen Union schon stattgefunden. Der Trainerwechsel, sagen wir mal so, in der Halbzeitpause. Da war ja Renisch noch unser Trainer und in der Halbzeitpause hatte dem Herrn damals, dem Herrn Wanski, wohl nicht so ganz gefallen. Und ja, dann war das eine erfolgreiche Zeit für Pepke, weil wir haben gegen Union gewonnen und dann noch den Pokal. Also er war sehr erfolgreich als Trainer. Ja, du bist also damit wahrscheinlich unser Rekordpokalsieger mit 4 Pokalsiegen. Jetzt sind es 175 Spiele schon als Co-Trainer. Was bedeutet dir diese Zahl? Ja, eine Menge. Ne? Das zeigt ja erstmal, dass der Verein immer ein Vertrauen in mich hat. Ja? Ich hoffe, ich gebe das Vertrauen einigermaßen zurück und macht mir immer noch Spaß, auch nach so langer Zeit und nach so vielen Spielen. Und ich hoffe, das werden vielleicht nochmal 175 Spiele. Ja, das wäre noch eine lange Zeit, da könnten auch noch so der ein oder andere Pokalsieg vielleicht in der Zeit dazukommen. Ja, dann waltet eures Amtes und es wird Zeit für die Ehrung. Martino, herzlichen Glückwunsch, 175 Spiele, heute sind es ja schon 180, rückwirkend die 175 und noch viele, viele Spiele für uns. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Ja. So, und wenn wir ehrlich sind, kommt natürlich noch 79 als Spieler dazu und damit bist du weit über 250. Ja, so eine Menge. Ja. Dann wünschen wir dir heute für das Spiel gegen Auerbach noch viel Glück und dass vielleicht das heutige Spiel dann auch gleich erstmal einen Sieg zum Pokal führt. Alles klar, Dankeschön. Ja, dann zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.